herzlich willkommen zum Interview Ökonomisch, Ökologisch, Sozial. So geht unternehmerische Verantwortung im Digitalzeitalter. Mein Gast ist heute Saskia Dörr. Hallo Frau Dörr, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Röhling. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Gründerin des Unternehmens Wiseway, das mittelständische Unternehmen und Konzerne in Sachen Digitalisierung berät. Sie sind promovierte Neurobiologin und haben sich viele Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigt. Frau Dörr, ich habe auf der Internetseite Ihrer Firma Wiseway einmal nachgeschaut und dort beschreiben Sie Ihre Aufgabe damit, dass Sie, Zitat, nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Ich muss sagen, beim Thema Nachhaltigkeit denke ich jetzt erstmal an sowas wie Umweltschutz. Also ich weiß nicht, Papier sparen oder sowas in der Richtung. Was hat das denn mit digitaler Transformation zu tun? Ja, das ist eine schöne Assoziation und ich glaube, Sie sind nicht alleine damit. Erstmal schön, dass ich da sein kann. Wenn man nochmal ausholt und diese beiden Begriffe einfach sich nochmal anschaut, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, zwei riesige Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Die Nachhaltigkeit ist der moralische Imperativ des 21. Jahrhunderts, so nenne ich das gerne, hat schon eine lange Historie. Club of Rome in den 80er Jahren wird vorangetrieben von den United Nations, von der G20 und natürlich vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie auch heute natürlich mit Fridays for Future, sehr präsent in der Zukunftsgeneration. Und vor 5 Jahren wurde das in die Sustainable Development Goals gegossen, eine Verhandlung von über 190 Nationen, die sich dazu bereit erklären, diese globalen Herausforderungen anzunehmen. Und da geht es um Themen natürlich wie Ressourcen zu schonen, Biodiversität, Müllvermeidung, aber geht auch um soziale Sachen wie die Diversität, die Menschenrechte zu schützen, gute Arbeit zu haben, die Energieprobleme zu lösen. Also das ist ein ganz breites Spektrum von Armut und Hunger, natürlich ganz zu schweigen auf der Welt, um das zu bekämpfen. Und Nachhaltigkeit heißt ja vor allem, wenn man es auf eine einfache Formel bringen will, heute nicht auf Kosten von morgen und hier nicht auf Kosten von anderswo leben und wirtschaften. Und das ist sozusagen dieser moralische Aspekt. Und dann gucken wir uns die Digitalisierung an. Und die hat eine ganz andere Utopie. Die kam auch so vor ein paar Jahren zu uns rübergeschwappt, reingeschwappt und ist eigentlich verbunden quasi mit großen wirtschaftlichen Wachstumsideen, der Hoffnung, viele Utopien, aber auch Dystopien, was Digitalisierung anbelangt. Also es geht hier vor allem um diesen wirtschaftlichen Aspekt. Und natürlich auch verbunden mit die Digitalisierung als Welle, die über uns hereinbricht. Das war sozusagen das Kernnarrativ. Und natürlich muss man sagen, wir leben heute in einer digitalisierten Welt. Ja, wir haben 60% der Weltbevölkerung ist im Internet. Die Hälfte ist über Social Media miteinander verknüpft. Und das Digitale beherrscht unser Leben und auch unser Wirtschaften. Und die Ökonomie wird digital. Und das ist im Prinzip jetzt diese große Herausforderung. Wie kann man diese beiden großen Trends miteinander verbinden? Wie kann man das Digitale nachhaltig denken und die Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung unterstützen? Und das sind diese beiden großen transformativen Kräfte, die auf die Wirtschaft die Wirtschaft reagieren muss, auf der auch Unternehmen reagieren müssen. Und das ist im Prinzip der Kern. Das haben die beiden gemeinsam. Sie sind transformativ. Sie verändern Wirtschaft, sie verändern Unternehmen. Und wenn man schaut, welche großen Verbindungen sind da, wir haben auf der einen Seite die Chance, die Nachhaltigkeit, also die globalen Herausforderungen, beispielsweise Klimaschutz, zu unterstützen mit der Digitalisierung. Und auf der anderen Seite müssen wir unser Augenmerk darauf richten, dass die Digitalisierung aber nicht, nur mit Gutem daherkommt, sondern eben auch Risiken birgt und eben auch das, was ich unerwünschte Nebenwirkungen nenne, mitbringt. Wie ist denn da so das Bewusstsein von Unternehmen? Weil, so wie Sie das gerade beschrieben haben,
würde ich sagen, ist der gesellschaftliche Trend noch, dass man Nachhaltigkeit und Digitalisierung eher so parallel sieht. Sie sagen aber, nein, man muss die eigentlich überschneidend sehen, dass sie eben nicht zweigleisig, sondern auf einem Gleis fahren. Ja. Wie ist denn da so das Bewusstsein insgesamt? Also wir haben sehr unterschiedliche Akteure auf diesem Feld. Was sich tatsächlich geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass von der Politik genau diese Haltung kommt. Wir hatten vor vier, fünf Jahren fing bereits das Bundesjustizministerium und Ministerium für Verbraucherschutz an mit der Initiative Corporate Digital Responsibility, in der sie Unternehmen zusammengeholt haben, um zu schauen, was kann man denn eben tun, was über quasi das Gesetzliche hinausgeht. Und auch die EU mit Ursula von der Leyen treibt dieses Thema voran, auch Margarete Vestager als Vizepräsidentin, die sich überlegen, ja, welchen Weg wollen wir denn in der Digitalisierung gehen in Europa, der sozusagen sich mit unseren Werten deckt und nicht quasi den Weg der Amerikaner, also quasi kapitalistisch geprägt, oder den chinesischen Weg, wenn man diese großen Blöcke sozusagen der Digitalisierung mal nimmt, sondern welche Digitalisierung brauchen wir denn in Europa? Also die Politik hat das Thema sehr stark aufgegriffen und so wird es jetzt auch runtergebrochen mit einigen Initiativen auch in Deutschland, die das Thema beispielsweise über die IHK, aber auch andere Multiplikatoren, wie wir auch hier sitzen, also Mittelstand 4.0, mehr und mehr zu den Unternehmen zu bringen. Und in der Tat haben wir bei den großen Unternehmen natürlich immer Vorreiter, die das Thema vordenken und auch damit auch schon rausgehen und sagen, ne, wir sind digital ethisch, wir sind verantwortlich, wir handeln verantwortlich. Aber das ist natürlich etwas, was jetzt nach und nach erst auch bei den kleineren Unternehmen ankommen kann. Das wichtigste Stichwort haben Sie jetzt schon genannt, nämlich Corporate Digital Responsibility. Das ist ja praktisch Ihr Expertenfeld. Ja. Erklären Sie doch einmal, was sich dahinter verbirgt. Genau, also wenn man jetzt eben schaut, diese beiden großen Themen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, in welchem Verhältnis stehen die denn zueinander? Und das Ganze, es geht um sozusagen die Perspektive, die Unternehmen als gesellschaftliche Akteure zu verstehen. Also die Ökonomie, die digitale Ökonomie mit ihren Plattformen, mit dem datengetriebenen Business, mit der Software und dem maschinellen Lernen, ne? Also alle diese Veränderungen, die wir auch in den Businessmodellen haben, ist ein Teil der Gesellschaft, ist ein Teil der Soziosphäre, könnte man sagen. Und in dieser Gesellschaft haben wir bestimmte Werte, die wir vorantreiben, wie Würde, Gleichheit, Vielfalt, Wohlbefinden. Und diese Werte sind sozusagen dem übergeordnet. Und diese Soziosphäre wiederum befindet sich sozusagen umgeben von unserer Ökosphäre, von den planetaren Grenzen, die dieser Planet hier uns bietet. Und all das ist eben auch ein Teil dieser Sustainable Development Goals, die auf unseren Werten auch durchaus beruhen, also den Werten von Humanität. Und wenn man eben jetzt Unternehmen als ein Teil dessen sieht, dann ist auch wird auch deutlich, dass Unternehmen mit ihren Leistungen auch in der Digitalisierung einen Beitrag leisten zur Gestaltung von Gesellschaft, aber sich auch an diesen Rahmen, den ihnen diese Gesellschaft vorgibt, richten. Und wenn man diese Perspektive einnimmt, dann ist das quasi ein Paradigmenwechsel, wenn ich das vergleiche sozusagen mit dieser Idee der Digitalisierung, die als Welle über uns hereinbricht und die wir einfach, wo wir uns auch als Unternehmer quasi einfach dem beugen müssen, ja, so nach dem Motto digitalisiere oder stirb, so, ne? Und das ist also an der Stelle anders, weil wir einen Rahmen haben, an dem wir uns richten und an dem wir uns halten. Und wenn Unternehmen danach handeln, dann handeln sie nach den Prinzipien der Corporate Digital Responsibility. Das heißt also, sie gestalten die digitalisierte Welt auch zum Wohle von allen mit. Sie betrachten Ökologisches und Soziales neben Ökonomischem. Und was aber auch noch wichtig ist, ist eben, es geht hier immer
wie im gesamten Nachhaltigkeitsmanagement oder der Corporate Responsibility um freiwillige Leistungen. Also es geht nicht um das einzuhalten, was uns die Recht und Gesetz vorgibt, sondern es geht immer darum, etwas on top zu machen und daraus auch Wettbewerbsvorteile für mein eigenes Unternehmen abzuleiten, also mich zu differenzieren als Pionier in bestimmten Themen. Also das ist sozusagen sowas wie so ein Wertekompass für technologische Entwicklung. Ja. Ich sag mal, gibt es denn gewisse Risiken, gerade was Digitalisierung angeht, wenn wir nicht diese, ich nenne es jetzt mal ganz pathetisch, ethischen Grenzen setzen, wenn wir einfach so, Sie haben ja gerade schon gesagt, digitalisier oder stirb, also gibt es da diese Risiken, wenn wir diese Grenzen nicht setzen? Ja, also meine Blase ist voller dieser Risiken und ich glaube auch, dass die medial auch sehr präsent sind. Wir können anfangen bei Fake News. Na, also die Frage, kann ich überhaupt noch die Qualität von Informationen im Netz erkennen? Bis hin zu Deepfake, also Videos, die mir etwas vorspielen, was gar nicht mehr ist. Wir haben die ganzen Thematiken von rassistischer und diskriminierender künstlicher Intelligenz. Da gibt es inzwischen ganz viele Beispiele, wo man weiß, dass People of Color nicht erkannt werden von ganz kommerziell verfügbaren Gesichtserkennungssystemen, weshalb auch manche Anbieter sich schon wieder davon verabschieden. Also Kamala Harris sozusagen wird nicht erkannt von solchen Systemen, ne? Weil insbesondere auch, es gibt eine Untersuchung, die eben auch zeigt, dass insbesondere schwarze Frauen nicht erkannt werden. Wir wissen, dass teilweise People of Color dann als Affen bezeichnet werden in Gesichtserkennungssystemen. Wir wissen von künstlichen Intelligenzen, von Chatrobotern, die dann auf einmal extremistisch werden und zwar in relativ kurzer Zeit. Also es sind ja alles Themen, die wir noch gar nicht so im Griff haben. Dann auch das ganze Thema Gesichtserkennung. Gesichtserkennung ist ein ganz großes Big Business auf Kosten der Nutzer. Es gibt oder es gab einen großen Skandal. Clearview AI hieß die Firma, die in Amerika Milliarden von Fotos im Netz gesammelt haben und dieser größten Datenbank mehrere hundert Strafverfolgungsbehörden bedient hat, die damit quasi Abgleiche machen konnten von Menschen, die sie gerade suchen. Und da hat natürlich keiner sein Einverständnis zugegeben. Ne? Also gerade dieses Thema Gesichtserkennung ist offenbar ein sehr kritisches und es gibt zahlreiche NGOs, die heute sagen, das können wir so nicht weitermachen. Also mal von den ganzen Datenskandalen noch mal ganz zu schweigen, Cambridge Analytica, der Klau von Facebook-Daten. Also da gibt es eine ganze Reihe von Risiken, die natürlich, wenn ich davon als Unternehmen ein Teil bin oder eine solche Software einsetze oder das auch nutze, dann schlägt das auf meine Reputation. Na, und das ist sozusagen ein Kerngrund, sich das anzuschauen. Und ich habe quasi in meinen Recherchen habe ich 15 solcher Gründe, solcher Risiken identifiziert, diese unerwünschten Nebenwirkungen, die man sich anschauen kann, ob das für das Unternehmen irgendwie relevant ist. Das heißt, diese Risiken sind auch Dinge, die sich Unternehmen bewusst machen müssen. Also bleiben wir mal bei diesem Beispiel künstliche Intelligenz. Wenn man jetzt so eine Software in seinem Marketingunternehmen zum Beispiel einsetzt und überhaupt nicht richtig drüber recherchiert hat und merkt, dass ganze Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden. Ja. Das heißt, die Nachhaltigkeit in diesem Digitalisierungsprozess wäre auch eben nicht nur auf das, was kann mir das ökonomisch im Unternehmen bringen, vielleicht irgendwie Beschleunigung von Prozessen, sondern auch auf die soziale Komponente zum Beispiel zu gucken und zu sagen, Da steckt viel mehr dahinter. Das mag zwar uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, ökonomische Vorteile bringen, aber es führt dazu, dass wir eigentlich ganze Bevölkerungsgruppen hier ausschließen. Sehr richtig, genau. Also das ist genau der Aspekt der Corporate Digital Responsibility, also sozusagen die Nachhaltigkeitsperspektive. Welche Effekte hat denn quasi jetzt ein Chatbot noch so? Oder, ne, also wenn ich jetzt meinen Prozess hier verändere und an der Schnittstelle mehr und mehr Kundendaten reinhole, wie agiert der denn? Wen diskriminiere ich? Wen schließe ich möglicherweise aus? Ja, also auch wirklich den Horizont zu weiten.
bis dahin zu gucken, also ist das geprüft? Das gibt auch mehr und mehr Entwicklungen dahingehend, auch solche Algorithmen abzuprüfen, was natürlich nicht ganz leicht ist. Und aber einfach auch zu schauen, wo landen denn die Daten? Also wir haben ja hier eine Datenschutzgrundverordnung in Europa, aber sehr, sehr viele Apps, die wir benutzen und sehr viel Software ist einfach auch US-amerikanisch und dann liegen die Daten im Zweifelsfall auch irgendwo in USA mit ganz anderen Datenschutzbestimmungen, mit sehr viel geringeren oder gar keinen. Ne? Da spielt ja viel diese Frage nach Vertrauen rein. Also vertraue ich einer Software oder vertraue ich dem Unternehmen erstens, mit dem ich als Kunde zusammenarbeite, dass es sozusagen nachhaltige Software, nenne ich das jetzt mal, benutzt, oder vertraue ich meinen Chefs, dass sie mir als MitarbeiterInnen auch entsprechende Software zur Verfügung stellen. Wie kann das denn genau dieses Vertrauen hergestellt werden mit eben dieser Corporate Digital Responsibility? Ja, Vertrauen ist ja sozusagen die Erwartung, dass ich nicht benachteiligt werde. Und ein Kernaspekt ist dabei, dass ich als Unternehmen die überhaupt erstmal wahrnehme, in welchem Umfeld agiere ich denn eigentlich? Wer sind denn quasi die Akteure um mich herum? Meine Kunden als in ihrer Ganzheit, die Mitarbeiter, die Gemeinschaft, aber auch Umwelt und Klima. Also sozusagen, und mit diesen Akteuren, Umwelt und Klima spricht nicht, aber da gibt es entsprechende NGOs, in einen Dialog zu kommen, überhaupt zu verstehen, was sind denn die Erwartungen an mich als Unternehmen und auch zu sehen, wo generiere ich denn Risiken? Wir nennen das Schadschöpfung. Also wir haben eine Wertschöpfung, wir haben eine Schadschöpfung. Wo habe ich denn Risiken, die ich generiere und was tue ich als Unternehmen, um diese Risiken zu minimieren? Und ja, letztendlich muss man sagen, natürlich muss man Vertrauen auch verdienen. Es wird einem möglicherweise am Anfang geschenkt, aber wenn ein Unternehmen dieses Vertrauen bei Kunden oder Mitarbeitern haben möchte, dann geht es eben auch um ein langfristiges Engagement in einer bestimmten, in einem bestimmten Thema zu engagieren. Sei es jetzt Klimaschutz, sei es das Thema Respekt vor Kundendaten und so weiter. Also, das ist etwas, was man etabliert. Wo Sie gerade das Stichwort etablieren genannt haben, also gerade so Digitalisierung in verschiedenen Unternehmen findet ja in so ganz unterschiedlichen Tempi und auch Schritten irgendwie statt. Ich habe sofort daran gedacht, bleiben wir mal beim Beispiel, ein neuer Chatbot für ein Unternehmen, um irgendwie Konferenzen zu schalten oder ähnliches, Digitalisierung vorantreiben. Ich habe sofort gedacht, Mensch, löst das nicht eigentlich sowas wie einen Generationenkonflikt aus? Weil dann gibt es die sogenannten Digital Natives, die damit angeblich alle besser zurechtkommen. Mhm. Die Älteren werden abgehängt. Wie kann man denn da als Unternehmen leisten, dass man alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal welcher Hintergrund, wirklich mitnimmt für diese nachhaltige Digitalisierung? Ja, also wir haben ja das Thema Generationenkonflikt, wird ja schon lange auch diskutiert, ne? Also gerade im Zuge der Digitalisierung. Und unsere Digitalkompetenz wird ja auch regelmäßig erhoben durch den D21-Index und der wächst und steigt. Wenn man erstmal berufstätig ist und eine gewisse Bildung hat, ist man auch recht digital kompetent. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eben die 14- bis 29-Jährigen digital kompetenter sind. Zumindest weist das eben dieser Index so aus und zeigen auch andere. Was man sicherlich aus eigener Erfahrung weiß, ist, dass die Digital Natives intuitiver an bestimmte Sachen rangehen, mit weniger Angst und irgendwas kaputt zu machen und natürlich sicherlich Social Media affiner sind. Also das kann man, glaube ich, schon sagen. Auf der anderen Seite stellt man eben aber auch fest, dass sie kompetenzmäßig schwächeln, wenn es darum geht, wenn es um Datenschutz geht und um Datensicherheit geht. Also sozusagen bei bestimmten Themen, die ja doch unternehmensrelevant sind, ist das, glaube ich, schon auch immer noch zu beachten. Ich denke, ein Generationenkonflikt ist sicherlich keine gute Ausgangsbasis, wenn man so eine Transformation im Unternehmen vorantreiben möchte. Also ich würde Unternehmern empfehlen,
das Thema möglichst irgendwie gemeinsam zu lösen, zu versuchen, hier eher auch gerade, wenn da unterschiedliche Kompetenzen sind, die Teams zusammenzuholen, vielleicht in sowas wie ein Reverse Mentoring zu gehen, mich vielleicht auch selbst als Führungskraft zu zeigen, dass ich bestimmte Dinge noch nicht kann, weil wir müssen uns klar machen, möglicherweise sind manche von uns heute kompetenter als andere, aber dieser digitale Wandel, diese Transformation, da stehen wir ja gerade erst am Anfang. Und das, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da passiert, das wissen wir ja alle nicht. Also das ist ja genau der Punkt, das ist Neuland. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass wir alle gemeinsam uns in die Lage versetzen, immer wieder auf Neues einzugehen und immer wieder neu zu lernen. Also dieser alte Begriff des lebenslangen Lernens, der wird halt heute wirklich wichtig. Und zwar auch für die Digital Natives. Das wird etwas sein, das wird uns alle betreffen, solange wir im Berufsleben sind und danach bestimmt auch noch. Ein wichtiges Stichwort in dieser Diskussion ist ja auch Verantwortung. Also das hat ja nicht nur mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern auch, Sie haben es ja auch gerade gesagt, wie Unternehmen sozusagen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Wie kann denn aber ein Unternehmen, da denke ich jetzt gerade an diese sozusagen nachhaltige Digitalisierung, wie kann denn ein Unternehmen, was ja auch, ich sag mal, gewisse wirtschaftliche und umsatzgetriebene Interessen hat, diese gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, von der Sie ja vorhin gesprochen haben, ja, weil es ist ja eine gewisse Freiwilligkeit dabei. Wie kann man das in den Einklang bringen? Genau, das ist freiwilliges Engagement. Wir erleben das ja nun seit Jahren und Jahrzehnten, dass Unternehmer das tun. Oft spielt tatsächlich die Person des Unternehmers eine Kernrolle. Das zeigen uns auch Studien. Also die Frage, mit welchem Wertesystem gestalte ich mein eigenes Unternehmen. Andere größere Unternehmen sind oft geprägt auch von den Erwartungen der Öffentlichkeit oder der Finanzgeber. Wir haben ja auch heute zum Beispiel den Begriff der Sustainable Finance. Also immer mehr wird darauf geguckt, was passiert denn eigentlich mit dem Geld? Wie wird das denn gut erwirtschaftet? Und als Unternehmen ist das, wie gesagt, das ist ein ganzes Feld der Corporate Social Responsibility. Ich nenne das Corporate Responsibility, weil wir sonst so ein bisschen den Fokus zu sehr auf dem Social haben. Das ist also die Unternehmensverantwortung, das ist ein eigenes Gebiet. Da haben Unternehmen, manche haben Verantwortliche dafür, die das im Unternehmen begleiten und die eben wissen, worauf sie schauen müssen. Und das ist, glaube ich, der Kern dabei. Es ist kein One fits all. Es gibt zwar, wenn man anfangen will, auch solche CSR-Quick-Checks, dass man erstmal guckt, wo man da so steht. Ja, das ist auf jeden Fall gut für den Anfang. Aber das entwickelt sich doch jetzt immer stärker Richtung Branchensysteme. Also wenn man beispielsweise mal klassisch ins Nachhaltigkeitsmanagement guckt, ein Textilunternehmen hat natürlich, schaut darauf, auf faire Bezahlung in der Lieferkette, auf die Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz in der Lieferkette, guckt möglicherweise darauf, wie findet das Recycling von oder überhaupt das Management von Färbstoffen statt, welchen Wasserfußabdruck generiere ich. Ein Lebensmittelunternehmen guckt darauf, auf Tierwohl, guckt auf Bodenqualität, guckt möglicherweise auf Biodiversität. Ein Dienstleistungsunternehmen guckt auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, möglicherweise auf Gesundheitsschutz, jetzt insbesondere auch mentale Gesundheit, immer mehr gefordert im Zuge der Digitalisierung. Banken müssen mehr und mehr schauen, wo legen sie ihr Geld an. Ja, wir wissen, dass da eben mehr drauf geschaut wird. Also so ist jede Branche ganz spezifisch und jedes Unternehmen natürlich dann, so divers sie eben sind, geht damit dann auch wieder anders um. Es gibt eben auch mehr und mehr Unternehmen, die das auch reporten, also die das nicht nur kommunizieren auf ihren Websites zu ihren Kunden, sondern die das auch ganz regelmäßig in Reports gießen
sodass eben einmal im Jahr man das auch systematisch nachlesen kann, wie sich eben dieses Engagement entwickelt. Das wäre genau meine Nachfrage gewesen, weil es ist ja schön und gut, wenn man auf seiner Website irgendwie so einen, ich weiß nicht, Wertekatalog stehen hat, für den man steht in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Aber wie setzt man es im Arbeitsalltag um? Sind diese Reports da sozusagen das Kernding, um das zu schaffen? Ja, das ist, also da steckt sehr viel Hoffnung drin und da ist auch seit einigen Jahren gibt es auch die Verpflichtung von Seiten der EU, kam das in allen EU-Ländern, dass Unternehmen, börsennotierte Unternehmen ab einer gewissen Größe sogenanntes nicht finanzielles Reporting machen müssen. Also wie gehen sie mit Arbeitsschutz um, mit ihren Mitarbeitern, Sozialbelange, Umwelt, das Thema Korruption ist da auch nochmal ein ganz relevantes. Und große Unternehmen machen das, aber es machen auch mehr und mehr kleine, mittlere Unternehmen. Denn in Deutschland wurde initiiert vom Rat für nachhaltige Entwicklung der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Und das ist inzwischen ein wirklich sehr leicht zugängliches System, wo man sehr einfach solche Reports auch erstellen kann, wo man einfach auch Kriterien, die sind, das wird zumindest nachgeschaut, dass man da auch alles vollständig hat. Und so kann dann jemand, der daran interessiert ist, das eben auch nachprüfen, wie sind denn die eigenen Fortschritte. Das ist aber natürlich die Ebene nach außen. Der Kern ist jedoch, dass ich natürlich im Inneren des Unternehmens die entsprechende Grundlage dafür lege. Was sind denn da Ihre Empfehlungen, um Unternehmen genau in diese Richtung nach vorne zu bringen? Also Sie beraten ja viele Unternehmen. Wenn, ich sag mal, ein Unternehmen tritt an Sie heran und sagt, so, nachhaltige Digitalisierung, das wollen wir jetzt machen. Was sind Ihre Empfehlungen vielleicht für erste Schritte, die man da gehen kann? Genau, also das Allerwichtigste und das ist auch immer wieder, also wenn der Geschäftsführer selbst kommt, ist gut, weil es muss nämlich auf jeden Fall ist eine strategische Entscheidung, was im Unternehmen passiert. Na, und es ist eben ein Teil einer Strategie, sich das erstmal anzuschauen. Und es ist gerade jetzt im Zuge der Digitalisierung, glaube ich, ist es eine tolle Chance, beides zusammenzudenken. Weil ich glaube nicht, dass es ist keine Behinderung, sondern es ist einfach nur ein breiterer Fokus. Wenn ich sowieso mit Kunden rede und sie nach Feedback frage für ein, bleiben wir bei dem Chatbot. Ja, weil ich muss es ja, wenn ich mich entwickle als Unternehmen, ich baue meine Kundenschnittstelle neu auf oder entwickle ein etwas anderes Geschäftsmodell, ein datengestütztes, dann mache ich das ja testweise, ne, und gehe dann in Interaktion und lass mir Feedback geben. Und in der Situation quasi das auszuweiten und das Feedback abzufragen nach weiteren Kriterien sozusagen, das wäre einfach das mitlaufen zu lassen. Das ist aber sicherlich nicht der erste Schritt, sondern ich empfehle, weil ich einfach weiß, dass gerade im Mittelstand ist oft schon sehr, sehr viel da. Und gerade bei diesem Thema CDR merke ich auch, dass manche sagen, ach so, heißt das. Also sozusagen, ne, dieser Begriff ist auch relativ neu geprägt, den gibt es erst seit ein paar Jahren. Und ich empfehle deswegen, sich erstmal sozusagen die Karten zu legen und erstmal zu gucken, wo haben wir denn überhaupt Themen? Und das zu bewerten, also wo gibt es denn Ansprüche an uns, wo wissen wir das vielleicht oder wie können wir das rausfinden und was ist für uns wichtig. Und ich habe dazu einen Digital Responsibility Check entwickelt, den ich auch in meinem Buch erläutere und der ist auch kostenfrei auf meiner Website verfügbar. Da kann man mal anfangen, sich sozusagen in einem unternehmensintern mal zu diskutieren, wo stehen wir denn da eigentlich und was ist uns auch wichtig? Welche Werte sind denn betroffen, wenn wir das eine oder andere jetzt verändern und digitalisieren? Das heißt, eine letzte Abschlussfrage. Ist es sinnvoller, sozusagen gerade so eine digitale Infrastruktur erstmal schnell aufzubauen und dann mit diesem Grundstock über Nachhaltigkeit nachzudenken? Oder ist es eigentlich erstmal wichtiger, so ein Grundverständnis im Unternehmen für sowas herzustellen? Also das Erste, was da sein muss, ist, dass man diese ethisch verantwortliche Perspektive überhaupt im Unternehmen beachten möchte. Und das ist aber nichts, wo ich sage, da braucht man erstmal Wissen für, sondern das ist eine Haltung. Das ist etwas, das kann ich reingeben. Und da ist jeder Mensch angesprochen. Und das ist auch ein Diskurs, den ich mit den Beschäftigten, mit den Mitarbeitern durchführen kann. Und ich bin erlebe das auch, dass das natürlich dazu führt, dass wir jetzt
Digitalisierung erwachsener und mündiger sehen, sozusagen nicht mehr mit diesem, das ist aber jetzt für den Profit, sondern dass wir uns auch trauen dürfen, das anzusprechen, was vielleicht nicht besser wird dadurch. Frau Dörr, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, ich habe jetzt schon mal ein ganz anderes Verständnis von Nachhaltigkeit und vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen.